Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Ich sollte mal eine gescheite Waffe da auswählen. Hier wird es auch immer etwas doofer. Das MG macht leider kaum Schaden, muss ich echt sagen. Das ist wirklich etwas schade. Okay, wir regeln das wie Männer. Okay, ich bin mal gespannt, was der Hansel für uns bereit hat. Ich hoffe, wir kommen noch an einem Gatherer's Garden vorbei. Das habe ich in der letzten Episode noch total verschwitzt. Na gut, dann regeln wir das jetzt mal hier wie Männer, indem er mir seine Armee hinterherjagt. Und das ist natürlich auch sehr männlich. Dass man hier jemand einfach seine Armee in der Rücke jagt. Ja, schon mal ein beste Gin genommen, das brauche ich jetzt. Kommentar des Regisseurs haben wir hier wieder. Ich hoffe, das ist dann alles im Hauptmenü dabei. Dass ich mir das später mal angucken kann, wie gesagt. Ich halte es, wie gesagt, für sinnlos, dass ich das in einem Let's Play dann zeige. Weil das ist ja wirklich nur das Material. Du kannst ja ich nichts kommentieren. Das ist ja echt nur, ja. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Jetzt sind wir voller Heilung. Und dann gehen wir mal zum Point Prometheus. Da sollten wir ja hingehen. Okay. Point Prometheus. Und erstmal einen Schluck Wasser. Ach ja. Gut. Da bin ich immer gespannt. Anscheinend bleibt dann als einzigster richtiger Mensch nur noch Tannenbaum übrig. Mit deiner kleinen Mädler, dieser Nimi zu Little Sisters mutiert hat. Was aus Suchong Woche ist, wissen wir jetzt. Ach, der ist von einem Big Daddy. Offensichtlich von einem Bouncer zermalmt Woche. Man hat hier zum Schluss dieses eklige Geräusch gehört, als würde dieser Bohrer ihm durch die Ranze geschoben werden. Ganz genüsslich und schmatzend saftig. Okay. Oh je. Na, worauf wartest du denn? Schnapp mir den Idioten! Okay, der hat sich wohl... Finn de Fontaine, der hat sich wohl wirklich bis zum Gehtnimmi gespliced, der Typ. Und die Musik ist auch schon ziemlich... ziemlich eindeutig. Dass es hier zum großen Kampf kommt. Warte mal, können wir... Winterblast hier einsetzen und das wieder zu Eise? Nö. Anscheinend nicht. Na, das geht auch so wieder weg. Gut. Hätte ich sein können. Der Teufel ist genau hinter mir. Ich hab seinen Anblick langsam satt. Du hast dich da bisher noch gar nicht richtig gesehen, Kerl. Oh je. Yeah. Also wenn das dem sein Verständnis ist, oder wir regeln das wie Männer, indem man mir die ganze Zeit nur irgendwelche Freaks entgegenjagt und irgendwelche Maschinen und er selber verzieht sich die ganze Zeit. Das ist äußerst männlich, mein Lieber. Äußerst männlich. Der hat es total verstanden. Aber was will man von so einem Gauner erwarten? Der kämpft eh nur hinterlistig. Ich bräuchte noch einen Gatherer's Garden, um ehrlich zu sein. Irgendwas hat wieder geknallt. Rücken, wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Okay. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Suche einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Du liegt ja glücklicherweise ein neues Ziel, werde zum Big Daddy. Siehst du das Steuersystem für den Anzug?
Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Okay. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Okay. Reizend. Waffen-Upgrade-System. Was haben wir dann da noch? Pistole, Magazin, MG, Rückstoßverringerung, Granatenwerfer, Schadenssteigerung. Machen wir doch das dann nochmal. Schadensimmunität. Automatisch generierte Hohlladungen machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber immun. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich mach erstmal die Schadenssteigerung. Dort wird jetzt hier was Nettes, ach. Oh. Hallo, mein Freund. Und noch einmal, weil es so schön war. Böse MG. In was ist er gut? Das will ich gar nicht wissen. Ich geht. Ionisches Gel. Da haben wir noch hier diese Branddinger. Aber ich mag mich erstmal hier überall nochmal umgucken. Ja, da ist die Kamera. Geh wieder weg. Und hacken. Hacken, hacken, graben, graben. Hacken, hacken, graben, graben. Hacken, hacken. Nee, das wird so nichts mehr. Ah doch, das wird sogar noch was. Verdammt nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Verdammt. Mann. Ist mal halt die große Umwegelarve. Hoffentlich kriegen wir das noch irgendwie gebacken. Warte mal. Alte Gaul A. Ja, perfekt. Das kriegen wir noch hier. Boah, aber gerade noch so. So habe ich Glück gehabt mit meiner Ressource hier. Okay. Der Leiche ist nix. Das sind drei Pistolokugeln. Und nochmal. Uiuiuiuiui. Ja, uff. Blödes Ding. Und hier. Oh, müssen wir so entlang. Okay. Soweit, so gut. Kommen wir da durch. Das sieht doch ganz gut aus. So, so. Jetzt bräuchte man nur noch genug quer. Aber ich glaube, die Hämmer einfach nicht. Ja, müssen wir aber trotzdem machen. Wir müssen es trotzdem probieren. So, so. Dann machen wir das halt so, so, so. Und dann sind wir durch. Na, Allah. Okay. Soweit, so gut. Big Daddy Schuhe. Ah, Guido. Ups, das war ein Houdini-Splicer. Big Daddy Schuhe. Gut, Mädel. Sie müssen dorthin, sie dort treffen, wo es wehtut. Der neue Damage Research 2 ermöglicht es ihnen, die Schwächen ihrer Gegner mehr als je zuvor zu ihrem Vorteil zu nutzen. Mhm. Machen wir doch gleich mal das hier, statische Entladung weg. Film, Film, Stickstoff, Stickstoff. Alles unnützes Zeug. Oh, jetzt... Klinge schon wie ein Big Daddy, wenn ich renne. Splittergranate, jede Menge Splittergranate. Und Pistolekugeln. Das sind wunderbare Bücherhalter. Und blöde Houdini-Splicer. Brandbolzen war hier noch einer. Ah ja, da ist irgend so Gesicht noch. Da. Das war das Gesicht. Spider-Splicer-Organ. Njam, njam. Aber es klingt echt schon geil. Wenn ich laufe, klingt es original wie ein Big Daddy. Ich bin hier mal sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden aber auch nicht genetisch zu einem, weil die können ja nichts anderes. Die können ja nur
rumkreischen und können nur Little Sisters beschützen und Sachen ja nix. Die Handy 8, glaube ich, die Splicer Handy 8, wenn ihr so ein Big Daddy für mich arbeitet, oder Sachen die 8, du stummer Bastard zu deiner. Also die Sachen ja nie was. Schon gruselig. Ja, du ist der Gatherers. Du ist der Gatherers Garten, den ich gesucht habe. Perfekt. Jetzt nehmen wir noch das erste Mal. Und was haben wir dann hier? Winterblast 3. Der ultimative Kälteangriff hält länger als alle anderen. Hacking Expert 2. 2 Alarmplatten, 2 über. Belastungsplatten weniger beim Hacken, Alarmexpert, Hacking-Expert, Photographer's Eye, die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden, Human Inferno, extra Nutrition, sie erhalten zusätzliche Gesundheit durch Snacks und Bandagen, Machine Buster, Machine Buster 2, Hacker's Delight, Tempo Hacker 2. Erstmal würde ich ganz gern mehr von den Technik-Dinger haben. Und dann hätte ich ganz gern noch ein Winterblast 3. Verringert massiv die Preise an Verkaufsautomaten. Ja, das ist schon sehr praktisch. Clever Inventor, Security Expert. Machen wir denn hier rein? Dann. Nee, Technik gibt's nicht mehr. Weil die Preise sind schon nicht verkehrt. Tempo Hacker 2 nehmen wir noch. Das ersetzt uns dann Tempo Hacker. Dann haben wir noch was Großes übrig. Wie wär's denn mit einem Eve Upgrade? Und wie wär's denn mit einem Gesundheitsupgrade nochmal für uns? Dann können wir noch. Ansonsten, nee, würde ich sonst nichts mehr machen. Okay. So, war noch ein Brandbolzer drin. Der Daddy hat nur eine Protektor-Anzugsteuerung bei sich. Die könnte man wahrscheinlich dann eh später brauchen. Erstmal Müllzigarette rauchen. Okay, führe die Little Sisters. Das klingt ja schon mal toll. Ja, das war diese Haupthalle. Oh, ein Fossil. Ein Laternefisch wahrscheinlich, so wie der aussieht. Ja, so ein gigantischer Überbiss. Dummer Hund. So, Schrot war noch drin. Eieieiei. Das habe ich schon kapiert. Ah, da waren wir schon. Da sind wir dann durch, genau. So ein dummer Hund. Und den könnte man nochmal hacken. Ach ja, oh Scheiße. Das wird so nix, ja. Das wird so nix. Dunkelhoffer. Okay. Und hier? Oh oh. Gut. Ich bin das! Ups. Und ein lebender Big Daddy ist offensichtlich auch noch hier. Defekter Sicherheitsbot. Wir probieren es einfach mal. Na? Brauchte rechts noch ohne Rüssel. Alter. So. Dann brauche ich hier.
Dann brauche ich einen Waagrechter. Dann brauche ich da genau den hier. Und dann brauche ich hier. Und dann brauchen wir nur noch jede Menge noch Unner. Also jede Menge sind 3 insgesamt. Okay, scheiße. Also haben wir Pech gehabt. Einer bräuchte ich noch. Da ist er. Gewittert und Keitel. So, das war Schwein gehabt. Dann können wir trotzdem auch nochmal uns angucken. Brauchen wir das so rum. Dann brauchen wir das dort hier. Kann ich nämlich schon mal gleich hier checken, wo was geht. Okay, perfekt. So, so. Dann. So, so, so. Wo ist es dann? Ich brauche dann nur so ein... Oh, scheiße. Okay. Habe ich das nett? So ein rechts noch ohne Rüssel. Verdammt nochmal. Geht's nicht. Gibt's nicht. Ach, du Scheiße. Nee, gibt's nicht. Verdammt. Wir probieren es einfach mal ins Nichts laufen zu lassen. Das hat jetzt leider wenig gebrockt. Dann probieren wir es auch nochmal. Also manchmal ist es echt zum Kotzen. Manchmal ist es auch gar nicht möglich. Das ist schon sehr schade. Jetzt brauche ich trotzdem nochmal so ein rechts noch ohne Rüssel. Nachdem ich noch so ein Waagrechte mir gezwackt habe. Dann wäre es ganz cool, wenn ich so einer hätte. Dann brauche ich erst hier ohne. Dann bräuchte ich dich noch einmal hier. Dann brauche ich dich. Dann brauche ich genau dich. Und dich könnte ich auch gut gebrauchen. Gut, da habe ich 2 von 3 auf meiner Seite. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist ein Sicherheitsnotschalter. Ach gut, so wisse. Brombeere, Chips und Schrot. Ich will sie trotzdem nochmal versuchen zu hacken. Nee, geht nicht. Na gut. Lass mich doch mal bitte durch, ihr kleiner Dingerle. Und hier ist echt nichts. Hier ist Candidate Instruction. Kandidateninduktion. Oh je, oh je, oh je, so viel Gebiete. Aber hier ist jede Menge Big Daddy-Zeug. Hier haben wir einen Big Daddy-Helm, Rosie. Oh, cool. So, jetzt fährt nur noch der Anzug. Ja, lauter Rosies, nur leider kein Bouncer. Das ist sehr schade, ich hätte gern einen Bouncer eigentlich genommen als Modell. Hackers Delight 3. Ultimative Entwicklung der Hackers Delight Reihe wird aus jedem Hacker einen gesunden Hacker machen. Okay. Dumm-di-dumm. Napalm hätten wir noch. Oh Mann, die Sicht ist ja auch ziemlich übel. Hände weg von meinem Kind! Ups. Oh Mann. Okay. Oh je, oh je, oh je. Wir sind auch kurz vor Tod. Also ich bräuchte dringend eine Medi-Station. Und jetzt fehlt nur noch der A-Zug, ja. Dann kann ich dann zu so einem Loch gehen und die Little Sisters rufen, oder was? Boah, aber diese Fischaugenperspektive, das ist schon gewöhnungsbedürftig gerade. Das ist, als würde man durch eine Brille gucken, die einfach nicht passt. Wo ist der A-Zug? Hol ich mal sofort. Der Big Daddy-Anzug verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Perfekt. Finde einen Big Daddy-Anzug, das Ziel ist auch erreicht. Langsam wird das etwas. Jetzt brauchen wir noch die Pheromone und den Stimmenverzerrer. Oh. Los jetzt. Wir haben
Aber wenigstens nur Pheromone. Nichts, was mich wirklich do mutiert. Wenigstens kein Plasmid oder sowas. Sondern nur Pheromone. Das geht schon in Ordnung, denke ich. Das hacken wir automatisch. Okay. Die Spritze Hämmer alle. Bolze mit Stahlspitze. Hier haben wir noch ein paar Bastelzutate, Granatwerfer. Da haben wir schon alles. Napalm. Schallpult. Okay, wofür auch immer das Ding hier verwenden können, aber ja. Brandbolze, ionischer Schrot, Antipersonenmine, Spritze und Kontaktmine und panzerbrechende Munition. Nicht schlecht, das ist ein ordentlicher Vorratsraum, muss ich sagen. Aber trotz Big Daddy Azug haben wir immer noch unsere Hand, die wir hier sehen können. Okay. Da war ein Splicer noch. Ein Leadhead-Splicer. Geht's hier durch? Nee, hier geht's natürlich nicht durch. Na gut. Ist hier ohne Ton noch was? Bisschen Napalm. Eieiei, ich könnte jetzt gerade wieder bis in die Puppe spielen. Oh. Und... Ups. So, dich habe ich jetzt mit einem Schuss gekriegt. Das wäre schon nicht schlecht, wenn ich auch Big Daddy Waffe hätte, um ehrlich zu sein. Dürfte ich hier nur noch mit dem Granatwerfer rumrennen. Stockwerk höher will ich jetzt auf jeden Fall noch. Ich mag das hier noch... Jupp. Ich mag das hier noch überprüfen alles. Okay, Alkohol im Akteschrank, auch nicht verkehrt. Vor allem die gute 3Xer. Stahlspitze, Bolz. Okay, jetzt haben wir von den Dingen auch wieder genug. Deine Teile kann ich aber auch nichts machen. Pep-Riegel, das ist immer gut. Antipersonen-Munition. Dann haben wir hier noch was. Suchong, die kleinen Schützen. Schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht. Außer Suchong. Suchong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Suchong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Suchong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Alter. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Suchong muss darüber nachdenken. Suchong ist ein ziemlich dummes Arschloch, wenn Suchong immer in der dritten Person Singular von sich spricht. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Okay. Ja, ich habe mich erstmal ein bisschen besoffen dafür. Das war nicht schlecht, eben. Okay. Dann... Andromeda, von dort komme ich, glaube ich. Ja, von dort dürfte ich kommen. Da mag ich jetzt aber trotzdem noch so reich hier. Ja, wieder Duna Keidel. Hier gibt es wieder zig Sachen zu entdecken. Das ist unglaublich. Okay, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass ich an der Stelle hier meinen Cut mache und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, euer Yankee.